ich hatte auf jeden Fall, als ich hier rausgelaufen bin und die Fans dann applaudiert haben, habe ich Gänsehaut bekommen am ganzen Körper. Und das war ein Traum, hatte ich schon immer als kleiner Junge, mal vor so einem Stadion, ein volles Haus dann auf jeden Fall zu spielen. Und da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Als ich gesehen habe, dass mein Trikot gezeigt wird, dass ich eingewechselt werde, das ist ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann. So was wünscht man sich als kleiner Junge und dass das in Erfüllung gegangen ist, das ist top. Und ich würde gerne nochmal so einen Moment haben im Leben, weil den werde ich nie vergessen. Philipp Ochs, 19 Jahre alt und Fußballprofi bei der TSG Hoffenheim. Angekommen bereits dort, wovon viele ein Leben lang träumen. Der Weg vom jungen Fußballtalent in die erste Bundesliga war lang und hart. Dabei hat Philipp nicht nur ein Ziel vor Augen gehabt. Im Sommer 2016 macht Philipp sein Fachabitur hier an der Max-Weber-Schule in Sinsheim. Sein Klassenlehrer Michael Kunzmann unterrichtet ihn über Jahre und weiß, dass es für Philipp nicht immer leicht war, die Schulbank zu drücken und gleichzeitig seine Fußballkarriere zu verfolgen. Da war es für ihn natürlich sehr, sehr schwierig, auch diese beiden Dinge nicht immer nur miteinander so verfließen zu lassen. Weil gerade auch mal den einen oder anderen sportlichen Rückschlag unmittelbar eine Konsequenz gehabt hat, auch für seine schulischen Leistungen. Und da dann aber auch immer dran zu bleiben, da war halt viel Kommunikation und Unterstützung und oft auch Aussprachen notwendig, um ihn da einfach bei Laune zu halten und einfach seine Klugheit und auch so diese Strebsamkeit, die hat er ja mitgebracht, aber die dann auch immer so auf den Punkt zu bringen, das war schon eine beeindruckende Leistung. Michael Kunzmann spielt für Philipp auch außerhalb der Schule eine besondere Rolle. Sein Klassenlehrer ist auch zugleich sein erster Fußballtrainer bei der TSG gewesen. Als 12-Jähriger beginnt Philipp hier in der U13 am Förderzentrum in Zutzenhausen. Mit seinen Eltern nimmt er dafür zunächst einen langen Anfahrtsweg aus Wertheim auf sich. Als es dann klar war, dass ich hierher komme, das war was Besonderes für mich. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil die Fahrten immer sehr lang waren hierher. Ich bin ja einfach 100 Kilometer gefahren und das dann die ersten 3 Jahre. Ja, und dann, als ich das erste Mal die Trainingssachen anhatte von Hoffenheim, das war ein schönes Gefühl einfach. Am Leistungszentrum in Hoffenheim nimmt Philipps Karriere seinen Lauf. Mit 15 zieht er in das Internat der 1899 Akademie ein. Stets an seiner Seite Sina Schiele von Anpfiff ins Leben. Sie ist für ihn da, spricht ihm gut zu und ermutigt ihn, nach der Werkrealschule sein Fachabitur zu machen. Es beginnt eine Zeit voller Höhen, aber auch Tiefen. Bei Philipp war es schon recht extrem. Ich konnte schon sehen, wenn er abends nach dem Training total platt morgens in der Schule gewesen, den Gang kopfhängend nach hinten in die Nachhilfe gelaufen ist. Da war mir schon klar, okay, er hat wieder irgendwo Gesprächsbedarf. Und ja, dann haben wir uns einfach zusammengesetzt, auch oftmals mit der einen oder anderen Lehrerin, die ihn abends noch unterstützt hat und geschaut, wie man da irgendwie wieder positiv rauskommen können oder ihn motivieren. Und das hat er eigentlich auch immer ganz gut angenommen. Also das war so das Positive eigentlich an ihm, dass er gerade so die Gespräche, die haben auch gefruchtet. Und so hat es dann auch Spaß gemacht, da dran zu arbeiten und ihn zu unterstützen. Entspannung findet Philipp gemeinsam mit Sina vor allem in der Kunst. Denn die Anforderungen an ihn steigen immer mehr. Im Sommer 2015 wird Philipp offiziell in den Profikader berufen. Zudem bricht gleichzeitig das letzte Schuljahr an. Auch der DFB setzt auf Philipp in der U19-Nationalmannschaft. Das Fachabi gerade zu diesem Zeitpunkt eine große Herausforderung. Doch durch die konsequente Betreuung und Unterstützung von Anpfiff ins Leben und der TSG schafft es Philipp. Ich glaube, uns allen ist irgendwo ein Stein vom Herzen gefallen. Also es waren sämtliche Nachhilfelehrer, die mitgefiebert haben, die ihn die letzten 3 Jahre betreut haben. Es war der Michael Kunzmann auch als Klassenlehrer, der ihn auch schon über die sportliche Seite seit mehreren Jahren kannte. Also wir waren alle froh, und weil es tatsächlich auch nicht klar war bis zum Schluss, ob er es wirklich schafft. Also es war klar, er bleibt dran und er zieht es durch und wird nicht aufgeben. Also da war ich immer, mir immer ganz sicher. Aber ob er es tatsächlich dann auch packt am Ende, war so die Frage, gerade weil dann auch sportlich ein großes Ereignis mit der EM noch dazugekommen ist. Und von daher
waren wir da alle sehr froh. Erleichtert, vor allem aber auch stolz sind Philipps Eltern. Ihnen liegt die parallele Perspektive ihres Sohnes sehr am Herzen. Auch wenn die schulische Ausbildung häufig zu scheitern drohte. Wir haben sehr viele Probleme mit der Schule gehabt, sage ich mal. Der Philipp hat so oft zu uns gesagt, Mama, ich schaff das nicht, mir ist sehr schwer, ich schaff das nicht. Wir haben sehr viel geredet, du schaffst es. Du musst es schaffen, das ist wichtig in deinem Leben. Sie haben sehr gut uns geholfen, hinter uns immer gestanden. Also der Anpfiff ins Leben war für den Philipp wie eine zweite Familie. Und er hat sich sehr wohl da gefühlt. Auch jetzt mit dem Fachabi in der Tasche und als Profifußballer auf dem Rasen ist ihm die Nähe und der Kontakt zu Anpfiff ins Leben und seiner Laufbahnbetreuerin sehr wichtig. Ja, also es war ein Weg, der sehr schwer war auf jeden Fall, Schule und Fußball unter einen Hut zu bringen. Aber durch die Unterstützung von Sina und Anpfiff ins Leben mit Hoffenheim zusammen, ja, habe ich das dann am Ende doch hinbekommen. Und ich glaube, es gab Höhen im Fußball, wie auch Tiefen. Zum Beispiel die deutsche Meisterschaft, die wir gewonnen haben oder zweimal im Finale gescheitert sind. So gab es auch Höhen und Tiefen in der Schule, als es dann mal ein bisschen besser lief und dann auch schlechter. Aber am Ende hat das dann alles geklappt. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich jetzt mein Fachabi in der Tasche habe. Und das kann mir auch keiner wegnehmen. Also da bin ich Anpfiff ins Leben sehr dankbar. Anpfiff ins Leben vereint Sport und Bildung. Als deutschlandweiter Vorreiter unterstützt der gemeinnützige Verein junge Sportler dabei, sich bestmögliche Perspektiven für ihre private und berufliche Zukunft zu schaffen. Für Gründer Dietmar Hopp ist Anpfiff ins Leben eine Herzensangelegenheit. Ja, also stolz bin ich eigentlich auf alle, die die Anpfiff ins Leben absolviert haben, durchlaufen haben und viel profitiert haben davon. Bei Philipp gefällt mir, dass er mit viel Energie einen Schulabschluss mit Bravour gemacht hat, parallel dazu zum Bundesliga-Profi geworden ist. Aber auch für ihn ist die Schule und die Ausbildung ganz wichtig gewesen, weil er auch nicht davor gefeit ist, dass er vielleicht mal Sportinvalide wird, wer weiß wann. Und dann hat er einen besseren Einstieg ins Berufsleben. Ein Ausbildungskonzept, das Philipp weit gebracht hat. In jungen Jahren eine parallele Ausbildung anzustreben, davon ist auch Cheftrainer Julian Nagelsmann überzeugt. Man weiß, dass man einfach nur bis maximal 35 spielen kann und danach dann im Normalfall noch einen Job machen möchte oder machen sollte. Und so ist es wichtig, dass man einfach auch eine gute schulische Ausbildung hat. Und der Philipp ist einer dieser Spieler, der diese schulische Ausbildung mit einer Unterstützung von Clubseite und von Anpfiff ins Leben bekommen hat und das gut gemeistert hat und dazu auch auf dem Feld tolle Leistungen bringt. Das ist ein sehr großes Talent, der ja, auch außerhalb des Platzes gute Leistungen gebracht hat und auf dem richtigen Lebensweg ist. Philipp Ochs, 19 Jahre alt, Fußballprofi bei der TSG Hoffenheim und ein großes Vorbild auf und neben dem Platz.